Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster, es kann nur einen geben. Was du bereits wissen solltest, ist, was ein Grenzwert ist und wir werden jetzt die Eindeutigkeit des Grenzwerts besprechen. Nehmen wir mal an, wir haben eine bestimmte Folge mit Gliedern AN und wir wissen, dass diese Folge einen Grenzwert hat. Emil ist überzeugt, dass der Grenzwert die Zahl E ist, also 2,7182 und so weiter. Pia ist sich sicher, dass der Grenzwert die Zahl Pi ist, also 3,1415 und so weiter. Können beide recht haben? Das hier ist die Zahlengerade und die Zahl E ist kleiner als die Zahl Pi. Wenn Emil recht hat, dann befinden sich fast alle Folgenglieder in einer beliebigen Epsilon-Umgebung von E. Wenn Pia recht hat, dann befinden sich fast alle Folgenglieder in einer beliebigen Epsilon-Umgebung von Pi. Nehmen wir mal Epsilon gleich 0,1. Die Epsilon-Umgebung von E ist dann das offene Intervall mit linkem Endpunkt 2,6182 und so weiter und rechtem Endpunkt 2,8182 und so weiter. Die Epsilon-Umgebung von Pi wäre das offene Intervall mit linkem Endpunkt 3,0415 und so weiter und rechtem Endpunkt 3,2415 und so weiter. Wenn Emil recht hat, dann befinden sich fast alle Folgenglieder im Intervall 2,6182 und so weiter bis 2,8182 und so weiter. Wenn Pia recht hat, dann sind fast alle Folgenglieder im Intervall von 3,0415 bis 3,2415. Und das ist natürlich unmöglich. Wir schließen daraus, dass wenn eine Folge einen Grenzwert hat, dann ist dieser Grenzwert eindeutig bestimmt.